Ja, herzlich willkommen zu einem neuen Projekt und wir werden anscheinend direkt in die Action geschickt. Okay. Ja, hallo, willkommen zu Nier Replicant. Dem Remake des Original Nier. Dem auch Vorgänger von Nier Automata, das vielleicht ein paar mehr Leute kennen könnten. Was eben auch aktueller ist. Erschienen ist es im April 2021, also etwas mehr als ein Jahr mittlerweile her. Und ist erschienen für PC, eher gesagt auf Steam bisher, glaube ich nur, Xbox One und PlayStation 4. Wir spielen hier die PC-Version, da ich die anderen Konsolen nicht habe. Hust, hust. Ja, Steuerung. Drücke X zum Angreifen und LT zum Abwehren. Okay, die Kamera ist gerade so eingestellt. Das gefällt mir jetzt irgendwie nicht so sehr. Aber gut, werden wir vielleicht noch hinkriegen. You okay? I think so. I'm sorry. It'll stop in a second. I promise. But what about those monsters? Are they gonna come back for me? Don't worry, Yona. I won't let those things anywhere near you. Sit tight. I'm gonna go see if I can find something to eat. Oh, and Yona. Yeah? Don't touch that book. Not ever. Got it? Got it. Und direkt neue Gegner zum Metzeln. Yay, was sind das überhaupt für Viecher? Die sehen etwas seltsam aus. Oh, ich muss, glaube ich. Aua. Die Kamera mal umstellen, wollte ich sagen. Stay away from my sister. Du kannst das LB drücken, um die dunkle Hand zu verwenden. Okay. Hey, ein Level Up. Ja, der Typ hier scheint, wow, Level 3 schon. Du kannst das RB drücken, um die dunkle Explosion zu verwenden.
Halte die Taste für Angriff oder Magie gedrückt, um deinen Angriff aufzuladen. Die Wirkung des Angriffs verändert sich dadurch. Das ist jederzeit während eines Combo-Angriffs möglich. Ah, okay, dieses Buch schmeißt jetzt ein paar Kugeln um sich. Alter, wie viel sind das hier bitte? Du kannst das LB drücken, um die dunkle Exekution zu verwenden. Ah. Diese Kamera. Ah, okay, cool. Ja, das Kampfsystem wirkt so ein bisschen wie ein Nier Automata. Alter, wie schnell levelt denn der hier auf? Alter, wie viele sind das hier? Ah, okay, das war wohl diese Exekution. Holy shit, ey. Drücke RT, um mit einer Hechtrolle auszuweichen. Benutze L, während du ausweichst, um zu sprinten. Ja, das mit dem Ausweichen hatte ich schon herausgefunden, Spiel. Ich muss die Kamera, glaube ich, irgendwann mal umstellen. Alter, das wird aber mal ein massives Hack'n'Slay-Gemetzel hier bald. Wie es aussieht. Das hört ja gar nicht mehr auf. Der Typ da hat irgendwie Kugeln geschossen. Ach, da ist noch einer. Kannst du das LB drücken, um die dunkle Lanze zu verwenden? Mann, zu viele Tasten. Okay, das Buch hier scheint ja wirklich so wie Pot aus Nier Automata zu sein. Hä? Ist das normal, dass man so viel levelt? Ich meine, ja, ich habe es auf niedrigen Schwierigkeitsgrad eingestellt. Also spielst du jetzt halt auf ultra schwer oder sonst was. Eigentlich sogar auf einfach, weil ich will erstmal kennenlernen. Ja, das Spiel kennenlernen. Okay, so. Ich habe die Kamera mal schnell umgestellt. Weil es war doch ein bisschen nervig. Ja, übertreibt's halt mit den Gegnern. Das Kampfsystem ist geil. Ich hasse es zwar, dass es hier so verdammt viele Gegner sind. Das hatte ich schon in Automata gehasst. Nee. Aber okay. Da kannst du große Gegner erscheinen bei ihnen an bestimmten Körperteilen auf Angriffsanzeigen. Zerstört diese Teile innerhalb des Zeitlimits, um den Gegner zu besiegen. Was? Achso, what the F? Einmal auf Stufe 30, was? Okay.
Yona? Talk to me. It's okay. I'm fine. What about you? Those guys were nothing. Okay, good. Hey, by the way, look at this. I found it while you were gone. Wow. Is that a cookie? Here. We can split it. No, you take it. No, you need to eat too. Fine, I'll take the small half. No, come on. You need to keep up your streak. Yona! Yona! Oh no. I'm sorry, I dropped the cookie. I didn't mean to. Yona? Why did you... You've always been the one helping me. So I just wanted to... No. Yona! Yona! We need help. Please, somebody, we need help! Help us! Oh, Yona. Ein paar Jahre später. All right, I'm heading out. Can I come with you today? Better not. I'm probably going hunting. Oh, der ist sogar wie wir. Okay. But I'll bring you back a book from the library, okay? Yay! Thanks! I'll see you later. Try and get some rest. Okay, das hier scheint jetzt die ferne Zukunft zu sein. Und wir spielen jetzt jemanden anderen. Süße Schwesterchen. Okay, ein paar Items mitnehmen. 100 Goldstücke. Oh, wir sind reich. I should go to the library and see what Popol is up to. Schön sieht's hier. Oh, Hühnchen. Essen. Nee, wir kennen es aus Zelda, wie gefährlich so ein paar Hühnchen sein können. Also sollten wir es besser nicht ärgern. Wieso rennst du eigentlich so? Shades don't like sunlight. If you're attacked by shades and find yourself in trouble, run to somewhere bright. Danke für den Tipp. You should quit working so hard and come have a drink. First round's on me. Hey, I can't drink. Besides, I need to get back to Yona.
Na, immerhin ist die Jugend noch nicht ganz verdorben. Ich meine, ich sollte jetzt nicht sagen, ich hätte sowas nie gemacht. Mal was getrunken. Du kannst Briefkästen nutzen, um deinen Fortschritt zu speichern. Briefkästen finden sich überall in der Welt, also halt immer gut Ausschau. Okay. Ja, wir machen es einfach mal. So, von Sky. Ja, das sind wir. Oh, ganz viele Leute. Keep running around like that, you're gonna trip and fall on your face. I think I'll be okay, but thanks for the warning. Genau dafür liebe ich diese Reihe. Diese Musik. Ich könnte jetzt den ganzen Tag hier rumstehen und ihr zuhören. Mal im Ernst. Hallo oben schön. Better sight than children in high spirits. It makes me feel young just looking at them. Okay, sie können einen aber auch älter machen, sag ich mal so, ne? Beinchen! Ja, ich will mich jetzt erstmal ein bisschen umschauen, ne? Oh, hier ist wohl die Stadt. Oder so, das Dorf. Soll ja auch kein Rush-Let's Play werden. Dadurch, dass es aber auch... ja, ich werde jetzt nicht jeden Tag... Okay, wir können auch... springen. Ich werde wahrscheinlich wie damals bei Nier Automata machen, dass ich... ja, jetzt nicht direkt jeden Tag einen Part machen werde. I think Popola is waiting for you in the library. Ja, da wollen wir auch hin. Also ich werde jetzt wahrscheinlich nicht jeden Tag ein Video machen. Mehr oder weniger kommt halt immer dann was, wenn ich was habe. Ich versuche mal schon so 3 bis 4 Parts die Woche auf jeden Fall zu bringen. Aber wenn es eben nicht klappt, dann ist es so. Oh, ich habe mich schon wieder zu ihr verlaufen. Upsi. Jetzt habe ich mich allgemein schon wieder verlaufen. Wo muss ich hin? Hier wollte ich doch lang. Beim jeder von denen hat, aber wir haben jetzt eh nicht viel Geld. Ich glaube, zu Beginn braucht man jetzt auch nicht wirklich was. Anscheinend hat fast jeder Charakter hier eine Synchro bekommen. Why not fill your garden with flowers? Okay. I hope you grow some real. Das finde ich super. Dass die ganzen Charaktere hier also wirklich eine eigene Synchro bekommen haben. Aber wenn ich jetzt hier mit jedem einzelnen Charakter reden würde, da wären, säßen wir in 5 Stunden noch hier. Deshalb, das ist eine Kiste, ich will die aufmachen. Was? Kind, lass mich durch. Mieze! Oder? Nee, das ist ein Hund. Hallo Hündi. Und die. Oh, der will nicht. Oh, da liegt was. Da glänzt was. Da muss ich hin. Arzneikraut. Ja, und normalerweise braucht man zu Beginn eines Spiels jetzt nicht unbedingt immer Sachen zu kaufen schon. Es bringt nichts. I should go to the library and see what. Okay, hier darf ich wohl nicht lang. Dann halt nicht. Dann halt nicht, ne? Ja, ich weiß auch gar nicht, wie lange ich hier die Parts machen werde. Wenn mal der erste Part kann schon ein bisschen länger werden. Ist ja der Einstieg des Spiels, von daher. Ich glaube, die Bibliothek wird wahrscheinlich doch da oben gewesen sein. Hey,
Wir gehen mal da lang. Oh ne, da oben. Wo das X ist, hä? Na, da will er nicht lang. Dann halt nicht. Dann gehen wir halt außen rum. Mehr eigentlich auch. Ja, ich glaube, je nachdem, wie ich das Steuerkreuz hier, den Analogstick hier benutze, dann rennt der oder halt nicht. Ui, das scheint eine große Bibliothek hier zu sein. Also genug Bücher zum Lesen haben sie hier auf jeden Fall. Wo geht's denn hier lang? Oh, da kann ich auch rein. Wer sind Sie dann? Good morning. How's Yona doing today? Her cough's still pretty bad. Hmm. That's worrisome. I know. I keep hoping she'll at least get a little better, but I don't know. I feel like I'm failing her. Oh, stop that. You're the finest brother a girl could hope to have. Anyway, I was hoping you might take care of this for me. I got a request from someone in the shopping district. They need you to get some mutton from the northern plains. Got it. I'm on my way. Since you're going to the plains, let me give you a map. Trust me. It'll come in handy. Yay! Drücke Plupp, um eine Karte des aktuellen Bereichs zu öffnen. Was ist das schon wieder für eine Taste? Du musst eine Karte des Bereichs besorgen, bevor du sie dir ansehen kannst. Oh, and one more thing. Would you mind purchasing 3 medicinal herbs from the client while you're at it? I used my last one earlier. Here's some money. Hopala, this is way too much. Well then, buy some for Yona while you're at it. You don't have to. It's okay. Really. Die scheinen nett zu sein. Thanks, Popola. For everything. What's this all about? Just the way you and the other villagers always take care of us. We really appreciate it, is all. Think nothing of it. People need to look out for each other, right? Besides, everyone here wants to see Yona healthy and happy. So hang in there, okay? I will. Wir sind alle so nett hier. Whee! Bei dir blinkt was. Yona? Oh, hey. Yona, you're supposed to be in bed. See, now your ribbon's all undone. I'm sorry. I just thought I'd see if the library had any books about how to cure my sickness. Yona, look, don't worry. You're gonna be fine. You just need to eat and rest. If you take good care of yourself, you'll get better. You really think so? I know so. Anyway, I've got work to do, so I need you to head home. Deal? Deal. Ach, sie war, das habe ich gar nicht gesehen. People say the world is dying. Populations continue to fall, while plague and disease run rampant. If that wasn't enough, monsters called Shades now roam the land as well, threatening our very lives. But I can't let any of that distract me. My sister is sick, and my only goal is to ensure that the two of us survive. It's not easy for a pair of kids to live on their own. But the villagers have been kind to us, and despite everything, somehow I feel like we're gonna be okay. We have to be. There's no other choice. Tapfer der Kinder.
Weiß jetzt nicht, wie alt die sind. Und ich kann mir vorstellen, dass es nicht so einfach ist. Für die beiden. Aber Leute, ich glaube, das reicht dann erst einmal für den ersten Part. Wenn euch das Video gefallen haben sollte, lasst doch gerne ein wenig Feedback da. Positiv oder negativ bleibt euch überlassen. Gerne mit einer kleinen Bekundung, was euch gefallen hat und was nicht. Und ja, würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei sein werdet, wenn wir dann wohl unsere erste Quest mit dem Guten hier angehen werden. Bis dahin. Ciao, ciao, Leute.